Oh Gott, Pyuki schießt auch noch. Pyuki schießt auch noch den Keks ab. Oh Gott. Alle down. Oh Gott, alle down. Alle down. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aus dem Schussbahn. Aus dem Schussbahn, Pyuki. So, alle im Erntegebiet, dann Forschung. Wir machen die Transportkapseln, weil wir umziehen werden. So, ein schönes Hallo an alle übrigens. So, schon mal eine XCOM-Mittwoch gedacht. Ja, das habe ich tatsächlich. Aber, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, von einem XCOM-Mittwoch. Weil, ja, keine Ahnung. Hätte es zwar und War of the Chosen könnte man auch spielen, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ein taktisches Runden-Shooter irgendwie vernünftig wäre für einen Stream. Weiß ich nicht, ich zweifle da etwas daran. Busidine, ich schmeiß meine Prinzipien über den Haufen. Nein, natürlich nicht. Natürlich, ist nie passiert. Falscher springende Punkt. Brotherhood of Not befinden sich auf der Durchreise. So, Tiberium Immunity. Guck an. Die sind jetzt schon mal Tiberium Immun, die da kommen. Was XCOM ist, Ben, das ist ein. Ja, ein Runden. Was sag ich denn dazu? Rundenbasiertes Strategiespiel. Meine Güte, jetzt hätte ich weiter nicht mehr über den Haufen gerissen. So. Außerdem ist das Mikrofon zu weit weg, habe ich das Gefühl. So. Also gut, wir haben hier immer noch Stromprobleme, wir haben immer noch Probleme mit Eisen. Eisen. Wieso haben wir Stromprobleme? Weil das immer noch nicht gebaut wurde. Kann vielleicht mal irgendjemand, mir Motor am besten, nicht Sandstein fließen, die Stromkabel baut. Das wäre jetzt mal Prio 1. Weltkrisenmanagement ist relativ, ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich so interessant wäre. Das ist halt der springende Punkt. Ich bin zwar XCOM-Fan seit Terror from the Deep, aber ich bin mir trotzdem nicht so ganz sicher, ob das halt für den Stream passt, ja. Ich sehe das zwar auch viele an... What? Da kann ich doch nichts dafür, wenn die hier angegriffen werden. Hallo? Geht's noch? Und statt, dass die sich einfach verteidigen... Ja, laufen die einfach weiter wie wüst. Ist es? Naja. Pyuki? Hat Pyuki kein Bett mehr? Hat Pyuki kein Bett mehr, weil Pyukis Bett jetzt ein Krankenbett ist. Dann nutzen wir doch mal gleich die Gunst der Stunde, um eine Tiberium-Infusion zu legen oder auch nicht. Wir haben nämlich einen Überfall. Piraten von Skorpionberg. Okay, von dem brauche ich keine Angst haben. Die sind alle nicht Tiberium Immun und werden jetzt gleich das Zeitliche segnen. So. Das heißt, wir können dem Pyuki jetzt erstmal Tiberium Infusion geben. Und ihn gleich operieren. Dann ist er nämlich auch immun. Ja, es ist tatsächlich tausendmal besser als Käfer, deswegen akzeptiere ich das einfach mal so. Was kann man denn an XCOM blöd finden? Was rundenbasiert ist, ne? Passiert ziemlich wenig. Ich weiß schon. Das ist jetzt auch nicht so. Ich habe halt so vor rundenbasierten Spielen immer so ein bisschen Bammel, ja? Weil da halt taktische Überlegung ist halt immer so eine Sache. So. Piraten, Skorpion vom Berg fliehen, ja, das dachte ich mir schon. Meinetwegen. So, okay, Pyuki wurde erfolgreich operiert, das passt. Haben wir denn irgendwie Stahl? Nein, haben wir. Doch, wir haben 300 Stahl. Das passt. Ich möchte jetzt nicht mal allzu viel Stahl ausgeben. Ich würde das jetzt ganz gerne ein bisschen aufheben. Für... Ja, ich glaube, du brauchst hier auch ein... Nichts mehr reparieren. Das macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn. Außerdem geht dann nur Zeit verloren. Ja, genau, das machen wir auch noch weg. Dann schauen wir, dass wir hier irgendwie wegkommen.
müssen die Forschung noch abwarten. Die Iris holt sich hier noch ein bisschen Zeug. Wir könnten tatsächlich noch ein bisschen was ernten. Das wäre noch im Bereich des Möglichen. Hier vor allem. Liegt am Eingang. Dann bekommen wir halt einfach etwas Stahl noch übrig. Und dann schießen wir nach und nach Kolonisten rüber. Als erstes würde ich irgendwie ein Bild darüber schicken. Bilder und Bergbau. Bergbau haben wir keinen. Dann würde ich tatsächlich erstmal Miyamoto rüber schicken. Eine gute Idee. Sieben Stimmen aus Futurama. Ich weiß, die Modbase ist halt so extrem groß bei XCOM. Ich habe Longwar mal kurzfristig angefangen. Nein, auf der neuen Karte sind vorerst keine Tiberium-Felder, außer es würde ein Tiberium-Meteor vom Himmel fallen. Aber das ist kein Problem. Ich werde mir nämlich von jedem Tiberium etwas mitnehmen, werde es dann dort zerschießen und werde es dann damit quasi verteilen lassen. Außerdem müsste früher oder später, wie gesagt, irgendein Meteor vom Himmel fallen. Und plötzlich ein heller Meteor vom Himmel. Nein, ich kann es nie richtig wiedergeben. Forschung ist gleich fertig. Gut, passt erstmal. Keks. Keks, 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 Keks. Forsch doch jetzt mal weiter. Und auf einmal kriegen wir auch genügend Strom. Da schau her. Da schau her. Sobald wir ein Stromkabel gelegt haben, kriegen wir wieder Strom. Welch eine grandiose Überraschung. Genau, so wie mit dem Roten in meiner Base. Apropos Rot ist in meiner Base. Wo ist denn... Willst du mich verarschen eigentlich? Kieferbefall? Es sieht so aus, als ob ich nicht drumherum komme, was? Sieht so aus, als ob ich nicht drumherum komme. Okay, pass auf. Wir rüsten uns jetzt erstmal aus ein bisschen. Miyamoto, Keks und Ben. Pass mal auf. Ben bekommt... Das leichte Maschinengewehr. Wo ist Lord Andrew? Hier. Iris schläft. Okay, das ist noch in Ordnung. Ben geht oben rauf. Pyuki rüstet sie mit Schrotflinte auf. Das ist auch okay. So, was machst du? Du schläfst auch. Von mir aus. Oh Gott. Prima. 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 Ein Käferbefall ist hier. Weiß nicht, wie viel Damage machen die Grenades? 25. Ich hätte gern lieber die Shotgun. Ich hätte gern lieber die Shotgun. Ich habe mehr Vertrauen zur Shotgun als zu den Granaten. Der wirft die sonst bloß. Nee, Pyuki war noch in keinem Stream. Pyuki haben wir deswegen Pyuki benannt, weil er am Anfang direkt gekotzt hat. wir sind gerade frisch auf die Map gestartet. Ja, dann hat er instant alles voll gekotzt. Deswegen heißt er Pyuki. Der alte Kotzer. So, Miyamoto hinkt immer noch ohne Bein. Oh Gott, Kiefer zertrümmert, zweite Rippe zertrümmert, achte Rippe. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich Miyamoto wirklich rüberschicken sollte. Okay, pass mal auf. Ich stelle es jetzt hier mal auf. Und... Oh Gott. Ganz schlechte Idee. Ganz, ganz schlechte Idee. Nee, leider nicht, weil ich hier nirgendwo was abgeschlossene Basis habe. Ja. Bewusstloser Kolonist. Grandios. Ach komm, das ist doch nicht euer Ernst jetzt hier. Das lasse ich mal offen. Das lasse ich auch mal offen. Lock den mal raus vorerst. Ich hoffe, dass ich das irgendwie noch gebacken kriege halbwegs. Yuki. Yuki. Wie viel die halt aushalten? Zwei Schrotflintenschüsse. Was ist denn da los? Oh Gott, Pyuki schießt auch noch. Pyuki schießt auch noch den Keks ab. Oh Gott. Alle down. Oh Gott, alle down. Alle down. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aus dem Schussbahn. Aus dem Schussbahn, Pyuki. Oh, Pyuki rettet sich, Pyuki rettet sich. Komm schon. Komm, schieß den ab, schieß den ab. Schieß den ab. Oh, okay. Natürlich ist hier was in die Luft geflogen währenddessen. Oh. Ah, Krisenmanagement. Da ist mit weltweitem Krisenmanagement erstmal nichts angebracht. Mein Gott. Jetzt aber schnell, schnell, schnell. Aber schnell, schnell, schnell die Dinger retten.
die Dinger, die Kolonisten. Oh Gott, das sieht ja schon wieder, grandios aus. Habe ich denn noch einen Arzt außer Ben? Ja, Lord Andrew. Go, 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 go. So, in der Zwischenzeit muss ich aber rüber mit Pyuki. Pyuki stirbt wann? Keine unmittelbare Gefahr. Miyamoto in 8,7, Ben in 3,3. Okay, das schaffe ich noch. Ich muss jetzt unbedingt die Käfersiedlung hier killen. Ich hoffe, da spawnt währenddessen keiner. Wäre jetzt nicht so toll. Mann, ey. Fängt ja heute schon gut an, ja? Erstmal fast die ganze Kolonie gewiped wegen so einem Blödsinn. War aber auch total bescheuert, ja, mich einfach dahin zu stellen. Ich hätte eigentlich hier zubauen sollen. Ja, ist krass, oder? Die Montage, die haben es irgendwie. 15. Hallo? Wie sieht's aus? 11 Stunden, 7,6, 5,6. In der Zwischenzeit vielleicht mal Keks behandeln. Wäre eine gute Idee. Ich hoffe, die ganzen Käfer sind down. Nein, sind sie natürlich nicht. Und vor allem, jetzt sehe ich es gerade, erst meine drei Turrets sind in die Luft geflogen. Wieso sind denn bitte meine drei Turrets in die Luft geflogen? Hallo? Was ist denn da passiert? Meine Stahlgeschütze sind einfach in die Luft geflogen. Ich dachte, die Sandsäcke halten das auf. Oh. Iris kann leider fast gar nichts. Iris kann gar nichts. Bisschen Forschung, bisschen Kunst, bisschen Tiere. Mann. Linkes Auge herausgeschnitten. Oh Mann. Grandios. Flüchtling gejagt. Nein, kann ich jetzt nicht. Geht jetzt nicht. So, als nächstes Miyamoto behandeln. Arzt erfolgreich jetzt mit Miyamoto. Okay. Gut, in 5,5 Stunden. Hat Miyamoto nochmal einen Körperteil verloren? Nein? Und Iris wäre noch frei. Iris wäre tatsächlich noch frei. Alarmschwere Krankheit. Ja. Ich hab's schon begriffen. Ich lege ja gleich alle hin. Wundinfektion. Ach komm, hör auf. Den muss ich auch unbedingt noch behandeln. Also was dreckig ist bei mir. Mann. Und jetzt Ben auch. Mein Keks. Oh Mann. Grandios, das fängt ja heute toll an. Ich glaube, ich muss Pyuki. Oh, noch eine Wundinfektion. Wie toll. Und noch eine Wundinfektion. Gott. Ah, I can't believe it. Das gibt's doch gar nicht. Mann. Wenigstens macht Iris hier erstmal weiter. Grundgütiger. Was ein Mist. Was? Verrückte Tiere? Spiner? Was sind Spiner? Was ist das denn? Was sind das denn für Viecher? Spiner? Was sind denn bitte Spiner? Heavily muscled wolf-like creatures infused with Tiberium. These Spiners are very dangerous and should be avoided. Ach du Scheiße. Sehr gefährlich und sollte ich meiden. Okay. Okay. Iris, bitte reingehen. Nichts Neues anfangen. Habe ich alle behandelt. Ben hat noch keine Wundinfektion. Leicht. Noch machbar. 19, 18. Ich darf es nur nicht versemmeln. Wann muss ich wieder behandeln? In 8,1 Stunden. Okay, das ist in Ordnung. Ich habe halt einfach keinen. Oh Gott, der hat auch eine Wundinfektion. Wieso hat er den nicht behandelt? Oh Gott, Pyuki. Richtig, das ist tatsächlich das letzte Multiverum Infections. Erstmal bis zur Alpha 18, habe ich ja gesagt. Ich hoffe,
ich hoffe, dass ich bei der Alpha 18 nochmal die Gelegenheit habe, Mars Ex Mod zu spielen. Wahrscheinlich muss ich auf den dann warten, weil der Entwickler von Mars Ex Mod, der bereitet sich gerade darauf vor und entwickelt das jetzt alles erstmal weiter. Ich bin schon gespannt. Okay. Okay, ich würde mal sagen, die Spiner sind da. Und wo ist der andere Spiner? Waren da nicht drei? Wo ist der dritte Spiner? Spiner! Ist der down? Wo ist der dritte? Der dritte ist einfach weg. Naja, soll mir recht sein. Gut. So. Sonnenfinsternis. Ja, das ist egal. Gerade Pyuki mit der Wundinfektion, dem ich halt gerade die Tiberium-Immunität gegeben habe. Guck mal, das ist schon wieder so knapp. 32% Immunität, 33% Wundinfektion. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, okay, ich darf gar nicht dran denken. Ich darf gar nicht dran denken. Macht Lord Endro? End hier einfach. Okay. Mittendrin. Und okay. Nächste Behandlung in 2,1 Stunden. Yo, das hoffe ich, kriegen wir hin. Ben, du bist immer noch. Du bist immer noch ohne Wundinfektion. Ich hoffe, das bleibt so. Du hast keinerlei Verluste. Miyamoto, der arme Miyamoto. Denk doch einer an den armen Miyamoto. Der Ben kann wieder laufen. Das ist schön. Ist die Wahrscheinlichkeit, wenn Leute laufen, geringer, dass sie an Wundinfektionen. Dass sie eine Wundinfektion leiden? Wäre mal interessant zu wissen. Das wäre echt mal interessant zu wissen. Guck mal an, ich bekomme von den Troopern auch Tiberium-Kristalle. Verstehe. Das werde ich wieder abbrechen. Keks, du bist eigentlich behandelt, oder? 9,4 Stunden, du kannst es jetzt eigentlich fertig forschen, denke ich. Keks? Tool 2? Geht das? Funktioniert das? Funktioniert es, wenn ich sag hier, Forsch bitte? Ja? Ja? Ja, wunderbar, okay. Dann muss ich nicht behandeln, Miyamoto ist behandelt, Pyuki und Infektion schwer. Gut, behandelt wieder keiner, natürlich. Go, go! Fressattacke. Oh Gott, Pyuki hat eine Fressattacke, das heißt Pyuki. Okay, Forschungskapsel abgeschlossen, das ist schon mal wenigstens etwas. Ja, Türen wieder zumachen, vielen Dank. Jetzt brauche ich eine Abschussrampe. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. So schnell wie möglich weg. Habe ich noch Bauteile? 22. Gut, okay, passt. Also zwei Kapseln und zwei Abschussrampen. Und dann schieße ich die weg. Weg, 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 weg. Luki, kannst du bitte mit deinem Fressflash wieder aufhören? Du müsstest dich behandeln lassen. Wäre vielleicht ganz nett. Hallo, Pyuki? Pyuki? Oh man, Iris wird vom Tiberium-Fiend angegriffen. Und ein Meteor ist hier abgestürzt. Hier. Mein Gott. Mein Gott. Oh Mann, ich muss hier schleunigst mal auf ein anderes Gebiet. Das ist ja so ätzend. Das ist hier nur am Angriff. Ja, Viscaroid, Meteor-Drop. Ja, meinetwegen. Und vielleicht der Hund mal aus dem Weg gehen würde. Ach richtig, ich brauche ja Camp Fuel auch noch. Aber das ist nicht so schlimm, das kann ich... Oh nee, das kann ich nicht herstellen. Scheiße, das muss ich ja auch noch erforschen. Ach du Scheibenkleister, dann habe ich ja gar nicht gedacht. Mist. Wie wichtiger wäre auf jeden Fall jetzt erstmal, dass der Pyuki sich operieren lässt, beziehungsweise behandeln lässt. Und dann hat er denn die Fressattacke. Mein Gott. Down mit dir. Ah, warum braucht man so viel? Wieso braucht man so viel? What? Wieso habe ich keinen Strom?
weil es Sonnenfinsternis ist. Oh Gott. Und was ist Tiberian Sky? A normal day darkened by the nature of this biome. What? Ach stimmt, es gibt ja jetzt Tiberium-Biome. Das hat der Telefonmast ja gesagt. Es gibt jetzt ein Tiberium-Biom. Ah, verstehe. Verstehe. Für eine schwere Krankheit. Ja, was soll ich denn machen? Kann ich doch jetzt nicht auf die Mütze hauen. Iris! Iris! Nelly retten! Ich schaffe ihn nie im Leben. Guck mal, wo die liegt. Kann ich nicht retten. Keine Chance. Die leidet an Tiberium-Vergiftung, bevor ich auch nur ABC sagen kann. Tja. I'm sorry. Geht nicht. So. Miyamoto, du bist wieder nicht behandelt. Doch, du wirst gerade behandelt von Ben. Passt. Wie sieht das mit Pyuki aus? 92%. Aber das ist ja echt krass. Das ist... Hallo? Hallo? Ben, retten. Es ist schon krass, wie trotzdem die Wundinfektion, also die Immunität, hochgeht. Obwohl ich es nur zweimal behandelt habe. Das ist echt krass. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. 98%. Der wird komplett alleine immun. Das ist ja übel. Okay, gut. Damit hätten wir es ja geschafft. Wunderbar. Ich will gar nicht so einen Job machen. Also ich muss schon sagen, es war deutlich schwerer in der Alpha 16 bzw. 15. Da wenn jemand eine Vergiftung hatte, dann war man da ruckzuck einfach mal down. Apropos down, ja, guckt euch das mal an hier. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich würde jetzt hier ungern rausgehen wollen. Ich hoffe, die greifen mich nicht an. Eckenfleisch ist im Lager verdorben. Haha, sehr witzig. Sehr witzig. Ja, Order Installation of Bowman verloren. Ist ja alles schön und recht, aber ich hätte ganz gerne Strom. Wann hört die Sonnenfinsternis auf? What the fuck? Ich dachte, Sonnenfinsternis ist vorbei. Warum ist denn das warum ist das so dunkel hier? Ach, weil Tiberium Sky. Ach, weil das ein Tiberium-Biom ist. Jetzt verstehe ich's. Ich habe mich vorher schon gewundert, warum das hier so dunkel ist. Verstehe. Ja, das Problem ist, ich bekomme trotzdem keinen Strom. Mann. Dammbruch-Fressattacke, ja, meinetwegen. Oh Mann, das ist ätzend. Das ist echt ätzend. Geil aussehen tut es schon, ja, mit dem Tiberium, wie das da überall leuchtet, aber letztendlich bin ich relativ, ja, was soll ich sagen? Ich kann relativ wenig machen gerade. Weil die Leute hier ständig nach draußen gehen, ich muss es wieder abbrechen, sonst rennt die da ständig nach draußen. Oder, noch viel besser, ich beschränke sie erstmal aufs Reinheitsgebiet alle. Dann, habe ich da jetzt erstmal kein Trouble. Ja, das ist eine gute Idee. Guck mal, jetzt ist nicht mehr Nacht, jetzt wird es langsam hell und jetzt wird es wieder grün. Oh, das sieht aber echt cool aus. Das sieht tatsächlich sehr, sehr cool aus. Das sieht hier, ging es jetzt nicht so gut aus. Hier sind einfach mal 15 Viscroids in meiner Basis. 15 Viscroids und 2 Tiberium Fields. Hervorragend. Grandios, grandios. Und alles, was ich habe, ist eine Advanced Not Laser Rifle. Ah, ärgerlich. Ist das eigentlich auch Bestandteil des Reinheitsgebiets hier? Ja. Kommen die da irgendwie rein zum Forschen? Kommt Keks rein zum Forschen? Hoffe. Ich muss unbedingt noch Campfuel erforschen. Jetzt erzeugt es wieder Strom, richtig. Stellt sich die Frage, warum ich immer noch keinen Strom habe. Wirklich? Willst du mich verarschen? Es ist genau in meiner Stromversorgung ist ein blöder Tiberium-Meteor runtergefallen. Ach komm, so viel Pech kann man doch gar nicht haben. So viel Pech kann man doch gar nicht haben. Das ist doch wohl, das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Oh, okay. Also wer baut? Ben baut, oder? Ben.
dann ganz schnell Stromkabel bauen. Ich meine, sorry, ich muss das jetzt fertig bauen, sonst habe ich null Chance. Iris, geht mal bitte rein. Iris ist nur eine Ablenkung. Aber jetzt müsste ich wieder Strom haben. Oder? Nee, weil hier auch Strom weg ist. Mann! Ich muss jetzt genau vorne rein, in die Höhle der... Das ist kaputt gegangen? Das ist kaputt gegangen von dem Tiberium! Ach, du heilige Mama. Oh, jetzt habe ich wieder Strom. Oh, jetzt aber down mit dir. Den nächsten auch gleich. Mann. Ja, das Tiberium frisst sich natürlich überall durch. Kann ich nichts dagegen machen. Außer es natürlich noch ein bisschen zu erweitern, das Ganze. Planted Green Tiberium. Ja, schön. Und wird jetzt angegriffen von? Jagd Iris, dachte ich mir schon. Ein Monster. Go, 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 go. Go away, go away. So, jetzt aber. Und jetzt wäre es ganz gut, wenn sie vielleicht die grünen Tiberium-Kristalle erstmal reintragen wird. Weil das macht jetzt keinen Sinn mehr. Dass sie da noch mehr draußen bleibt. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. So, okay, passt. Und Andrew schnetzelt, Keks forscht. Strom habe ich auch wieder. Wenn auch nicht ganz so viel. Ben liegt im Bett, weil Erholung. Miyamoto auch. Schauen wir mal, dass wir einfach mal ein bisschen Ressourcen sammeln, damit wir die später rüberschicken können. Ich denke, es macht, glaube ich, Sinn, als erstes rüberzuschicken Lord Andrew. Lord Andrew. Der Schäferhund. War das der Schäferhund, Wuseline? Feldarbeit und Bergbau, Waldarbeit. Also eigentlich muss ich Ben und Lord Andrew rüberschicken. Ja, und schon ist wieder Strom weg. Das dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon. Da muss Ben halt jetzt erstmal das andere Stromkabel hier errichten. Ja, und zwar vollends, weil ein bisschen was brauche ich schon. So, ein bisschen Strom brauche ich hier schon. Haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt hier? Kann ich jetzt... Brauche ich Stromkabel? Geht es jetzt? Ich habe heute übrigens jede Menge neue Songs mir besorgt. Allerdings habe ich die noch nicht überspielen können. Das heißt, die werden heute noch nicht dabei sein. Aber dann gegebenenfalls Mittwochs oder ja, wann anders. Ja, Ding. Fieber. Welpe hat Fieber. Das ist natürlich uncool. Das ist extrem uncool. Deflektor ist noch drin, aber keine Ahnung, wann das kommt. Das kommt wahrscheinlich später irgendwann. So, als nächstes. Bitte. Wer baut denn noch? Kann nur Ben bauen? Achso, Miyamoto macht Tierpflege und Aufsehen. Bauen und Jagen. Eigentlich müsste doch Miyamoto auch... Ach, Transport ist auf 1. Dann packen wir das mal weg, damit wir das mal fertig bauen können. Also das Grün sieht schon echt cool aus. Muss ich echt sagen, das Grün sieht echt cool aus. Wirklich. Echt das Ohr abgeschossen. Wirklich. Ach komm, hör auf. Oh, Mann. Sorry, Ben. Währenddessen haben wir gerne mal die Kabel auch nochmal abgeschossen. Oh Mann, ich bin so ein Esel. Ich bin so ein Esel. Was landet der Meteor hier auch mittendrin? Komm, bau Stromkabel jetzt. Und dort, Andrew, behandelt bitte jetzt Ben. Mann! Mann, Mann, Mann.
Mach Yuki. Yuki, schau den Wolken zu. Genau vorne bei den Viscerals. Sag mal. Sonst ist aber alles noch gut bei dir. Ah. Bild hängt schon wieder. Moment, Moment. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Qualität. Ah, Videoqualität steht schon wieder auf 1080. Einen Moment bitte. Ich muss den Stream mal nochmal ganz kurz stoppen und wieder starten. Einen Moment bitte. Stunden. Hat Miyamoto nochmal den Körperteil verloren? Nein? Und Iris wäre noch frei. Iris wäre tatsächlich noch frei. Alarmschwere Krankheit. Ja. Ich hab schon begriffen. Ich lege ja gleich alle hin. Wundinfektion. Ach komm, hör auf. Hör auf. Den muss ich auch unbedingt noch behandeln. Weil sie immer so dreckig ist bei mir. Mann. Und jetzt Ben auch. Mein Keks. Oh Mann. Grandios, das fängt ja heute toll an. Ich glaube, ich muss Puki. Oh, noch eine Wundinfektion. Wie toll. Und noch eine Wundinfektion. Gott. Oh, I can't believe it. Das gibt's doch gar nicht. Mann. Wenigstens macht Iris hier erstmal weiter. Grundgütiger. Was ein Mist. Was? Verrückte Tiere? Spiner? Was sind Spiner? Was ist das denn? Was sind das denn für Viecher? Spiner? Was sind denn bitte Spiner? Heavily muscled wolf-like creatures infused with Tiberium. These Spiners are very dangerous and should be avoided. Ach du Scheiße. Sehr gefährlich und sollte ich meiden. Okay. Okay. Iris, bitte reingehen. Nichts Neues anfangen. Habe ich alle behandelt. Ben hat noch keine Wundinfektion. Leicht. Noch machbar. 19, 18. Ich darf es nur nicht versemmeln. Wann muss ich wieder behandeln? In 8,1 Stunden. Okay, das ist in Ordnung. Ich habe halt einfach keinen. Oh Gott, der hat auch eine Wundinfektion. Wieso hat er den nicht behandelt? Oh Gott, Puki. Richtig, das ist tatsächlich das letzte Multiverum Infections. Erstmal bis zur Alpha 18, habe ich ja gesagt. Ich hoffe, dass ich bei der Alpha 18 nochmal die Gelegenheit habe, Mars X-Mod zu spielen. Wahrscheinlich muss ich auf den dann warten, weil der Entwickler von Mars X-Mod, der bereitet sich gerade darauf vor und entwickelt das alles erstmal weiter. Ich bin schon gespannt. Okay. Das lasse ich auch mal offen. Lock den mal raus vorerst. Ich hoffe, dass ich das irgendwie noch gebacken kriege, halbwegs. Yuki. Wie viel die halt aushalten? 2 Schrotflintenschüsse. Was ist denn da los? Oh Gott, Yuki schießt auch noch den Keks ab. Oh Gott. Alle down. Oh Gott. Aus dem Schussbahn, Puki. Oh, Puki rettet sich. Komm, schieß den ab. Oh, okay. Natürlich ist hier was in die Luft geflogen währenddessen. Krisenmanagement. Da ist mit weltweitem Krisenmanagement erstmal nichts angebracht. Mein Gott. Jetzt aber schnell. Aber schnell die Dinger retten. Die Kolonisten. Oh Gott, das sieht ja schon wieder grandios aus. Habe ich denn noch einen Arzt außer Ben? Ja, Lord Andrew. Go.
So, in der Zwischenzeit muss ich aber rüber mit Pyuki. Pyuki stirbt wann? Keine unmittelbare Gefahr. Miyamoto in 8,7, Ben in 3,3. Okay, das schaffe ich noch. Ich muss jetzt unbedingt die Käfersiedlung hier killen. Ich hoffe, da spawnt währenddessen keiner. Wäre jetzt nicht so toll. Mann, ey. Fängt ja heute schon gut an, ja? Erstmal fast die ganze Kolonie gewiped wegen so einem Blödsinn. War aber auch total bescheuert, ja, mich einfach dahin zu stellen. Ich hätte eigentlich hier zubauen sollen. Ja, ist krass, oder? Die Montage, die haben es irgendwie. 15. Hallo? Wie sieht's aus? 11 Stunden, 7,6, 5,6. In der Zwischenzeit vielleicht mal Keks behandeln. Wäre eine gute Idee. Ich hoffe, die ganzen Käfer sind down. Nein, sind sie natürlich nicht. Und vor allem, jetzt sehe ich es gerade, erst meine drei Turrets sind in die Luft geflogen. Wieso sind denn bitte meine drei Turrets in die Luft geflogen? Hallo? Was ist denn da passiert? Meine Stahlgeschütze sind einfach in die Luft geflogen. Ich dachte, die Sandsäcke halten das auf. Oh. Iris kann leider fast gar nichts. Iris kann gar nichts. Die Wundinfektion, also die Immunität, hochgeht. Obwohl ich es nur zweimal behandelt habe. Das ist echt krass. Das ist richtig krass. 98%. Der wird komplett alleine immun. Das ist ja übel. Okay, gut. Damit hätten wir es ja geschafft. Wunderbar. Ich will gar nicht so einen Trouble machen. Also ich muss schon sagen, es war deutlich schwerer in der Alpha 16 bzw. 15. Da, wenn jemand eine Vergiftung hatte, dann war man da ruckzuck einfach mal down. Apropos down, ja, guckt euch das mal an hier. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich würde jetzt hier ungern rausgehen wollen. Ich hoffe, die greifen mich nicht an. Eckenfleisch ist im Lager verdorben. Haha, sehr witzig. Sehr witzig. Ja, Order Installation, Bomben verloren. Ist ja alles schön und recht, aber ich hätte ganz gerne Strom. Wann hört die Sonnenfinsternis auf? What the fuck? Ich dachte, Sonnenfinsternis ist vorbei. Warum ist denn das warum ist es so dunkel hier? Ach, weil Tiberium Sky. Ach, weil das ein Tiberium Biom ist. Jetzt verstehe ich's. Ich habe mich vorher schon gewundert, warum das hier so dunkel ist. Verstehe. Ja, das Problem ist, ich bekomme trotzdem keinen Strom. Mann. Dammbruch-Fressattacke, ja, meinetwegen. Oh Mann, das ist ätzend. Das ist echt ätzend. Geil aussehen tut es schon, ja, mit dem Tiberium, wie das da überall leuchtet. Aber letztendlich bin ich relativ, ja, was soll ich sagen? Ich kann relativ wenig machen gerade. Weil die Leute hier ständig nach draußen gehen. Ich muss es wieder abbrechen. Sonst rennt die da ständig nach draußen. Oder, noch viel besser, ich beschränke sie erstmal aufs Reinheitsgebiet alle. Dann, habe ich da jetzt erstmal keinen Trouble. Ja, das ist eine gute Idee. Guck mal, jetzt ist nicht mehr Nacht. Jetzt wird es langsam hell und jetzt wird es wieder grün. Oh, das sieht aber echt cool aus. Das sieht tatsächlich sehr, sehr cool aus. Das sieht hier, ging es jetzt nicht so gut aus. Hier sind einfach mal 15 Viscroids in meiner Basis. 15 Viscroids und 2 Tiberium Fiends. Hervorragend. Grandios, grandios. Und alles, was ich habe, ist eine Advanced Not Laser Rifle. Ah, ärgerlich. Ist das eigentlich auch Bestandteil des... Macht Lord Andrew? End hier einfach. Okay. Mittendrin. Und okay. Nächste Behandlung in 2,1 Stunden. Yo, das hoffe ich, kriegen wir hin. Ben, du bist immer noch ohne Wundinfektion. Ich hoffe, das bleibt so. Du hast keinerlei Verluste.
Miyamoto, der arme Miyamoto. Denkt doch einer an den armen Miyamoto. Der Ben kann wieder laufen, das ist schön. Ist die Wahrscheinlichkeit, wenn Leute laufen, geringer, dass sie an Wundinfektionen, dass sie eine Wundinfektion leiden? Wäre mal interessant zu wissen. Das wäre echt mal interessant zu wissen. Guck mal an, ich bekomme von den Troopern auch Tiberium-Kristalle. Verstehe. Das werde ich wieder abbrechen. Keks, du bist eigentlich behandelt, oder? 9,4 Stunden. Du kannst es jetzt eigentlich fertig forschen, denke ich. Keks. Tour 2. Geht das? Funktioniert das? Funktioniert das, wenn ich sage hier? Forsch bitte. Ja? Ja? Ja, wunderbar. Okay. Dann muss ich nicht behandeln. Miyamoto ist behandelt. Pyuki. Und Infektion schwer. Gut, behandelt wieder keiner. Natürlich. Go, go! Fressattacke. Oh Gott, Pyuki hat eine Fressattacke. Das heißt Pyuki. Okay, Forschungskapsel abgeschlossen. Das ist schon mal wenigstens etwas. Ja, Türen wieder zumachen. Vielen Dank. Jetzt brauche ich eine Abschussrampe. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. So schnell wie möglich weg. Habe ich noch Bauteile? 22. Gut, okay, passt. Also zwei Kapseln und zwei Abschussrampen. Und dann schieße ich die weg. Weg. Yugi, kannst du bitte mit deinem Fressflash wieder aufhören? Du müsstest dich behandeln lassen. Wäre vielleicht ganz nett. Hallo? Pyuki? Pyuki? Oh man, Iris wird vom Tiberium-Fien angegriffen. Und ein Meteor ist hier abgestürzt. Hier. Mein Gott. Mein Gott. Oh Mann, ich muss hier schleunigst mal auf ein anderes Gebiet. Das ist ja so ätzend. Ist hier nur am Angriff. Ja, Viscaroy. Meteor-Drop. Ja, meinetwegen. Und vielleicht der Hund mal aus dem Weg gehen würde. Ach richtig, ich brauche ja Camp Fuel auch noch. Aber das geht dann nur Zeit verloren. Ja, genau, das machen wir auch noch weg. Dann schauen wir, dass wir hier irgendwie wegkommen. Wir müssen die Forschung noch abwarten. Die Iris holt sich hier noch ein bisschen Zeug. Wir könnten tatsächlich noch ein bisschen was ernten. Das wäre noch im Bereich des Möglichen. Hier vor allem. Direkt am Eingang. Dann bekommen wir halt einfach etwas Stahl noch übrig. Und dann schießen wir nach und nach Kolonisten rüber. Als erstes würde ich irgendwie ein Bild darüber schicken. Bilder und Bergbau. Bergbau haben wir keinen. Dann würde ich tatsächlich erstmal Miyamoto rüber schicken. Eine gute Idee. Sieben Stimmen aus Futurama. Ich weiß, die Modbase ist halt so extrem groß bei XCOM. Ich habe Long War mal kurzfristig angefangen. Nein, auf der neuen Karte sind vorerst keine Tiberium-Felder, außer es würde ein Tiberium-Meteor vom Himmel fallen. Aber das ist kein Problem. Ich werde mir nämlich von jedem Tiberium etwas mitnehmen, werde es dann dort zerschießen und werde es dann damit quasi verteilen lassen. Außerdem müsste früher oder später, wie gesagt, irgendein Meteor vom Himmel fallen. Und plötzlich ein heller Meteor vom Himmel. Nein, ich kann es nie richtig wiedergeben. Forschung ist gleich fertig. Gut, passt erstmal. Keks. Forsch doch jetzt mal weiter. Und auf einmal kriegen wir auch genügend Strom. Da schau her. Sobald wir ein Stromkabel gelegt haben, kriegen wir wieder Strom. Welch eine grandiose Überraschung. Genau, so wie mit dem Roten in meiner Base. Apropos Rot ist in meiner Base. Wo ist denn? Willst du mich verarschen eigentlich? Kieferbefall! Es sieht so aus, als ob ich nicht drum rumkomme, was? Okay, pass auf. Wir rüsten uns jetzt erstmal aus ein bisschen. Miyamoto, Keks und Ben. Pass mal auf. Ben bekommt das leichte Maschinengewehr. Wo ist Lord Andrew? Hier. Iris schläft. Okay, das ist noch in Ordnung. Ben geht oben rauf. Pyuki
Du rüstest ihm eine Schrotflinte auf, das ist auch okay. So, was machst du? Du schläfst auch, von mir aus. Oh Gott. Prima, prima, prima. Prima, ein Käferbefall ist hier. Weiß nicht, wie viel Damage machen die Grenades? 25. Ich hätte gern lieber die Shotgun. Ich hätte gern lieber Shotgun. Ich habe mehr Vertrauen zur Shotgun als zu den Granaten. Der wirft sich sonst bloß. Ist nie passiert. Falscher springende Punkt. Brotherhood of Not befinden sich auf der Durchreise. So, Tiberium Immunity. Immunity, Immunity. Guck an, guck an. Die sind jetzt schon mal Tiberium Immun, die da kommen. Was XCOM ist, Ben, das ist ein. Ja, ein Runden. Was sag ich denn dazu? Rundenbasiertes Strategiespiel. Meine Güte, jetzt hätte ich weiter nicht mehr über den Haufen gerissen. So. Außerdem ist das Mikrofon zu weit weg, habe ich das Gefühl. So. Also gut, wir haben hier immer noch Stromprobleme, wir haben immer noch Probleme mit Eisen. Eisen. Wieso haben wir Stromprobleme? Weil das immer noch nicht gebaut wurde. Kann vielleicht mal irgendjemand, Miyamoto am besten, nicht Sandstein fließen, die Stromkabel bauen. Das wäre jetzt mal Prio 1. Weltkrisenmanagement ist relativ, ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich so interessant wäre. Das ist halt der springende Punkt. Ich bin zwar XCOM-Fan seit Terror from the Deep, aber ich bin mir trotzdem nicht so ganz sicher, ob das halt für den Stream passt, ja. Ich sehe das zwar auch viele an... What? Da kann ich doch nichts dafür, wenn die hier angegriffen werden. Hallo? Geht's noch? Und statt, dass die sich einfach verteidigen... Ja, laufen die einfach weiter wie wüst. Das ist... Naja. Pyuki? Hat Pyuki kein Bett mehr? Hat Pyuki kein Bett mehr, weil Pyukis Bett jetzt ein Krankenbett ist. Dann nutzen wir doch mal gleich die Gunst der Stunde, okay. Um eine Tiberium-Infusion zu legen. Oder auch nicht. Wir haben nämlich einen Überfall. Piraten von Skorpionberg. Okay, das, von dem brauche ich keine Angst haben. Die sind alle nicht Tiberium immun und werden jetzt gleich das Zeitliche segnen. So. Das heißt, wir können dem Pyuki jetzt erstmal Tiberium Infusion geben. Und ihn gleich operieren. Dann ist er nämlich auch immun. Das ist tatsächlich tausendmal besser als Käfer, deswegen akzeptiere ich das einfach mal so. Kann man denn an XCOM blöd finden? Was rundenbasiert ist, ne? Passiert ziemlich wenig. Ich weiß schon. Das ist jetzt auch nicht so. Ich habe halt so vor rundenbasierten Spielen immer so ein bisschen Bammel, ja? Weil da halt taktische Überlegung ist halt immer so eine Sache. So. Piraten, Skorpion vom Berg fliehen. Und dann hat er denn die Fressattacke? Mein Gott. Down mit dir. Down mit dir, down mit dir, down mit dir. Ah, warum braucht man so viel? Wieso braucht man so viel? What? What? Wieso habe ich keinen Strom? Weil das Sonnenfinsternis ist. Oh Gott. Und was ist Tiberian Sky? A normal day darkened by the nature of this biome. What? Ach stimmt, es gibt ja jetzt Tiberium-Biome. Das hat der Telefonmast ja gesagt. Es gibt jetzt ein Tiberium-Biom. Ah, verstehe. Verstehe. Für eine schwere Krankheit. Ja, was soll ich denn machen? Kann ich doch jetzt nicht auf die Mütze hauen. Iris! Nelly retten. Schaff ich nie im Leben. Guck mal, wo die liegt. Kann ich nicht retten. Keine Chance. Die leidet an Tiberium-Vergiftung, bevor ich auch nur ABC sagen kann. Tch. I'm sorry. Geht nicht. So. Miyamoto, du bist wieder nicht behandelt. Doch, du wirst gerade behandelt von Ben. Passt. Wie sieht das mit Pyuki aus?
92%. Aber das ist ja echt krass. Das ist... Hallo? Hallo? Ben, retten. Es ist schon krass, wie trotzdem die Wundinfektion, also die Immunität, hochgeht. Obwohl ich es nur zweimal behandelt habe. Das ist echt krass. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. 98%. Der wird komplett alleine immun. Das ist ja übel. Okay, gut. Damit hätten wir es ja geschafft. Wunderbar. Ich will gar nicht so einen Trouble machen. Also ich muss schon sagen, es war deutlich schwerer in der Alpha 16 bzw. 15. Da, wenn jemand eine Vergiftung hatte, dann war man da ruckzuck einfach mal down. Apropos down, ja, guckt euch das mal an hier. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich würde jetzt hier ungern rausgehen wollen. Ich hoffe, die greifen mich nicht an. Eckenfleisch ist im Lager verdorben. Haha, sehr witzig. Sehr witzig. Ja, Order Installation, Bomben verloren. Ist ja alles schön und recht, aber ich hätte ganz gerne Strom. Wann hört die Sonnenfinsternis auf?